So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und wir sind noch auf der MagicCon in Barcelona. Amsterdam. Wir sind auf der MagicCon in Amsterdam. Ja, und wir haben hier die Roadshow Secret Lair, und zwar Burning Revelation in Rainbow Foil. Und das wird, glaube ich, ziemlich cool. Das ist eine Secret Lair, die du, glaube ich, nur hier kaufen kannst. Und das gucken wir uns heute mal an. Zur Verfügung gestellt vom lieben Lipnap. Vielen Dank dafür. Und genau, wir gucken mal rein, was wir so haben. Wir haben hier einmal ein Thank you for being part of Secret Lair. Die Dinger werden immer hässlicher. Ich finde es gut, dass sie da so Pappe reingemacht haben. Sie werden immer hässlicher. Das ist ja ganz schlimm. Und wir haben hier ein sehr lustiges Ding. Das ist in Papier eingewickelt. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Na? Na? Boah. Also Papier öffnen ist ja ganz schlimm. Aber okay. Wir haben wunderschöne Magic-Karten, wie ihr seht. Inspiring Overseer. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kriegt man ein Leben und zieht eine Karte. 3x2x1 fliegend. Und das ist alles, was hier steht. Und das ist sehr schwierig zu lesen. Das Artwork ist sehr, sehr weird. Das Foiling ist auch sehr weird. Und das Interessante ist, es hat einen roten Rand. Ich weiß nicht, ich probiere dann mal ein bisschen näher ranzugehen. Ah, das funktioniert leider nicht so gut. Aber der rote Rand wird auch noch auf jeden Fall rumkommen. Das werde ich auf jeden Fall zeigen können. Dann haben wir ein Consider. Ein blaues Mana, Surveil 1, Draw Card. Auch hier dieses Artwork von Brandon Carvalho. Das ist ja insane. Das ist ja insane vom Artwork her. Weird. Prize of Glory. 3 Mana Enchantment. Immer wenn ein Spieler ein Land für Mana tappt, zerstören wir das Land. Fire, fire, fire. Das ist natürlich ein guter Ding. Aber wow. Dann haben wir Reckless Fireweaver. 2 Mana Human, 1-3. Immer wenn Artefakt des Spiels kommt, fügt er einen Schaden zu. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo darunter, glaube ich, eine Karte sein kann. Die Bottom Card kann ein Random Six sein, was wirklich, wirklich viel Geld bedeuten würde. Ah, nee, wir sind noch nicht so weit. Akromas Memorial, sehr coole Karte. Aber auch hier das Artwork, das sieht, das sieht aus wie etwas, das nicht in diesem Bild auf Akromas Kopf sein sollte. Ja, lassen wir das, halten wir das nicht zu sehr in die Kamera. Und was wir haben ist, Paradies-Druide, schade, kein Random Six. Trotzdem eine sehr coole Karte, die im Standard viel gespielt wurde und ich schon auf sehr vielen Commander-Tischen gesehen habe. Und ja, das war auf jeden Fall das Secret Lair für den Memorial. Sehr, sehr cool. Kann man, glaube ich, nur hier kaufen. Und wenn ihr was davon haben wollt, immer, immer ganz cool. Vielen Dank, dass ich es aufmachen durfte. Und wir gucken uns jetzt nochmal um auf der MagicCon. Das Video zum Vlog und so findet ihr da oben irgendwo, sehr wahrscheinlich. Und wenn nicht, merkt es in den Tagen. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.